Seiner Familie und seiner Partei zuliebe hat Martin Graf eine Entscheidung getroffen, die er in diesen Minuten in einer Pressekonferenz bekannt gibt. Der dritte Nationalratspräsident wird sich bei den kommenden Wahlen am 29. September nicht mehr um einen Platz im Parlament bewerben, wie er vorab im FPÖ-TV-Interview bestätigt hat. Graf ist seit seiner Wahl ins Nationalratspräsidium 2008 massiven Anfeindungen durch die politische Linke und ihre Verbündeten in den Medien ausgesetzt. Bis zum Ende der Periode bleibt er in seinem Amt. Seit Oktober 2008 bekleidet Martin Graf das Amt des dritten Nationalratspräsidenten. Ein Amt, das er nicht nur aktiv, sondern auch durchaus politisch angelegt hat. Innenpolitische setzte Graf ebenso wie publizistische Akzente. Und er war auch außenpolitisch emsig, verbesserte Österreichs Beziehungen zu vielen lateinamerikanischen Staaten nachhaltig und kämpfte im Europarat für die gleichberechtigte Verwendung der deutschen Sprache. Sein Eifer rief die Gegner auf den Plan. Von Anfang an blies Graf ein rauer Wind aus linken Kreisen ins Gesicht. Was mit ideologischer Verteufelung begann, wurde mit Kriminalisierungsversuchen auf juristischer Ebene fortgesetzt. Jetzt zieht Martin Graf die Konsequenzen. Er verlässt im Herbst das Parlament und schützt damit seine Familie ebenso wie seine Partei. Herr Präsident Graf, Sie hatten ursprünglich vor, noch einmal für den Nationalrat zu kandidieren. Was hat Sie nun dazu bewogen, doch darauf zu verzichten? Ich habe von guten Freunden aus dem inneren Zirkel der SPÖ in Erfahrung bringen können, dass die SPÖ ein Dirty Campaigning, eine Schmutzkübelkampagne gegen meine Person plant und ich zentrales Thema in der Wahlauseinandersetzung sein soll. Und das möchte ich meiner Partei ersparen. Da geht es um die Reformthemen, um den Bundesparteiobmann Strache, da geht es um die Freiheitliche Partei. Und ich möchte nicht, dass meine Person im Mittelpunkt steht und unter Umständen die Freiheitliche Partei sogar Schaden erleidet. Treffen Sie die Entscheidung also aus reiner Parteiräson oder spielen auch persönliche Gründe eine Rolle? Na, selbstverständlich. Ich war ja nicht alleine Zentrum einer enormen Hetze gegen meine Person in den letzten 5 Jahren. Das hat natürlich alle Lebenslagen meiner Familie auch betroffen. Wir hatten Demonstrationen vor meinem Haus, wo Anschläge verübt wurden. Journalisten sind in meinem Garten herumgeschlichen, unbefugterweise. Meine Frau wird in ihrer Arbeitsstelle hin und her geschoben. Mit einem Sohn von mir musste ich den Lehrplatz wechseln, eine Tochter kurz vor der Matura, mit der musste ich die Schule wechseln. Das heißt, meine Familie hat sehr, sehr stark gelitten und dem möchte ich auch einen Riegel vorschieben für die nächste Zeit, weil ich muss mich mehr um meine Familie kümmern. Zurzeit laufen ja einige juristische Verfahren gegen Sie, die auch zu einer Wahlkampfwaffe hätten werden können. Wie ist da der Stand der Dinge? Verfahren laufen seit 7 Jahren zum Teil ohne meine Kenntnis unter Umgehung des Immunitätsausschusses. Da ist zwar juristisch nichts dahinter, die Suppe ist, wie man so schön sagt, sehr, sehr dünn in diesen Verfahren. An sich halte ich alle Verfahren mir gegenüber als einstellungsreif, aber solange der Politmob gegen mich reitet, wird das nicht passieren. Und ich hoffe doch, dass wenn ich aus der Politik jetzt einmal ausscheide, dass hier Ruhe einkehrt. Wenn Sie nach der Nationalratswahl das Büro im Parlament räumen, gehen Sie dann mit einem Blick zurück im Zorn oder überwiegt das Positive? Überhaupt kein Zorn ist bei mir zu entdecken. Ich habe sehr viele positive Dinge angestoßen. Ich habe sowohl in Österreich wesentliche Themen als allererster aufgegriffen, sei es das Wehrpflichtthema, sei es das Thema der Goldreserven und der Nationalbank oder das Thema leistbare Wohnen. Das alles ist von mir angestoßen worden, sind heute zentrale Punkte in der Innenpolitik, aber auch außenpolitisch habe ich sehr viel bewegen können. Also die Bilanz ist positiv und lässt sich sehen und meine Nachfolger werden einiges tun müssen.